Hallo DJs, Musikproduzenten und Freunde von der guten Musik. Mein Name ist DJ Paul Edward und ich bin Gründer der Soul Foundation DJ Schule in Luzern. Anfangs Mai sind wir im Rahmen der Sonderschau Jugend die beste Generation an der Luzerner Webumstellung Luga mit unserer Schule vertreten gewesen. Wie ihr wisst, haben wir einen Wettbewerb am Start gehabt. Unser Ableton-Chef, DJ Pulp Fusion, hat extra für Luga einen Beat kreiert. Und ihr müsst herausfinden, wie viel BPM der Track hat. BPM, das heisst Beats per Minute, Anzahl Schläge pro Minute oder auch Anzahl Kopfnicken pro Minute. Wie der Song tönt hat, hören wir gerade jetzt. I even up scores when I float over wax. Der Pulp Fusion hat es euch nicht einfach gemacht. Er hat keinen geraden House- oder Elektrobeat genommen, nein, sondern einen gebrochenen, funky Hip-Hop-Beat. Und als wäre das nicht schon genug schwierig, haben wir von euch verlangt, ihr sollt BPM auf 2 Kommastellen genau definieren. Ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, der das mit bloßem Gehör hinbringt. Die exakte BPM vom Lugasong sind 92,37. Die Antworten waren so verschieden wie die Möglichkeit, wo der Maschine MK2 Gold Limited ist. Angefangen bei 0 BPM, nämlich gar nichts, was etwa so tut, sind Resultate reingekommen von 16 BPM. Hey Terence! Ja? Kannst du mir nicht bitte schnell den Luga-Song mit 16 BPM rausbouncen? Ist sicher? Ja, richtig cool. Von 270 zu 360 BPM haben wir sogar einen Musikfreund gehabt, der gesagt hat, unser Song hat 450 BPM. Was? Oder ein paar von euch wollen jetzt einen dritten Wunsch haben. Von all dem, was sich ein DJ Essentials von uns hier bei uns in der Soul Foundation Studios gewünscht hat, ist Simon aus Rotkreuz am nächsten Tag. Der Sennheiser Kopfhörer geht auf Source, wo er auch herkommt, nämlich vom Musikzentrum Source, ist das der Wunschgewinn von Adrian. Auf Platz 5 geht im Amen aus Luzern sein Wunsch in Erfüllung bei uns in der Soul Foundation Studios Ableton Basic Course zu absolvieren. Auf dem vierten Platz kommen wir jetzt eben zum Hauptgewinn. Sponsor von Music Network, die Machine MK2 Limited Gold Edition von Native Instrument, geht zu Daniel Ufrieden. Auf Platz 3 steht Gloria aus Schaumburg, Kanton Waadt. Sie wünscht sich nichts mehr, mit einem feinen Drink mit Weiss der schwarzen Schaf zu geniessen, während dem ein Soul Foundation DJ auflegt. Der Wunsch geht ihr in Erfüllung. Die zweitplatzierte mit einer Abweichung von nur 0,27 BPM wünscht sich ein Ableton Essentials Kurs. Ich sage herzlich willkommen in den Soul Foundation Studios Virginia aus Notville. Und zu guter Letzt kommen wir zum eigentlichen Gewinner von diesem Wettbewerb. Mit einer Abweichung von nur 0,22 BPM wünscht sich der Beda aus Luzern ein One Mighty Box Neon von Reloop on the Play Sound. Soul Foundation Teaching.